Mein Name ist Christoph Jungemann, ich bin Professor für theoretische Elektrotechnik hier an der RWTH. Nun, was haben Sie studiert und wo? Da möchte ich etwas ausholen. Also ich habe mich schon als Schüler für Elektrotechnik oder Technik und Wissenschaft interessiert, habe schon früher so kleine elektronische Schaltungen gebastelt, auch mal meinen ersten Computer selber zusammengelötet, einen Apple II Nachbau, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann Elektrotechnik studieren wollte, und dann musste ich aus meinem Heimatland im Münsterland weg hier nach Aachen. Ja, wie lange sind Sie Teil der Fakultät? Ich bin also nicht hier sitzen geblieben, sondern ich habe nach der Promotion, habe ich die Wanderlust gepackt. Ich bin dann erst nach Japan gegangen und diverse Stationen in Deutschland und auch Kalifornien, bin ich dann vor etwa 9 Jahren wieder hier in Aachen aufgetaucht. Was ist Ihr aktuelles nächstes Projekt? Ja, das größte Projekt, das wir zurzeit haben, ist die Mitarbeit in einem EU-Projekt. Dort geht es um die Entwicklung einer Silizium-Germanium-HBT-Technologie. Das machen natürlich nicht wir, sondern in dem Projekt gibt es etwa 40 Partner aus der EU, unter anderem auch aus der Industrie wie ST Microelectronics und Infineon. Und wir sind dort für die physikalische Bauelementsimulation zuständig. Diese Technologie wird verwendet zum Beispiel, um die Abstandsradars in den heutigen Autos zu bauen, oder aber auch, falls Sie schon gehört haben, Google hat in den neuesten Handys ein sogenanntes Soli-Projekt eingebaut, mit dem man dann über Gesten das Handy steuern kann. Das wird mit einem Nahbereichsradar gemacht, das also auf Silizium-Germanium-Technologien beruht. Und das ist so das größte oder längste Projekt, das wir zurzeit haben. Welchen Stellenwert hat die Elektrotechnik im Alltag? Ja, das kann man gar nicht unterschätzen. Also es soll ein amerikanischer Bauer aus den Südstaaten schon 1930 gesagt haben, die größte Sache nach Gott auf Erden ist die Elektrizität. Und das stimmt auch. Also ich erinnere mich daran, dass meine Tante mir erzählt hat, dass sie in ihrer Jugend noch mit 2 anderen Frauen einen halben Tag pro Woche Wäsche waschen musste. Das war also echte Knechtarbeit. Und dann hat sich das Ganze natürlich weiterentwickelt. Heute haben wir auch die Mikroelektronik. Wenn Sie daran denken, an den Computer, den ich damals zusammengelötet habe, der hatte 64 Kilobyte Hauptspeicher, heute die Uhr hat 1 Gigabyte, das ist also ein Faktor 16.000 mehr, die sind Faktor 1.000 schneller geworden, braucht ein Faktor 1.000 weniger Strom und ist auch über einen Faktor 10 mindestens billiger geworden. Das heißt, dadurch hat natürlich dann die Elektrotechnik es geschafft, alle Bereiche im Leben zu durchdringen, und heute geht nichts mehr ohne Elektrotechnik. Sind Sie schon einmal durch eine Prüfung gefallen? Ja, leider zu Beginn meiner akademischen Karriere. Und zwar, ich sollte im zarten Alter von 3 Jahren in den Kindergarten. Der wurde von Nonnen geführt und ich habe also die Eingangsprüfung bei der Obernonne nicht bestanden. Musste dann erstmal 1 Jahr bei meiner Mutter zu Hause nachsitzen. Nach einigen Schwierigkeiten in meiner schulischen Laufbahn, kann auch sagen, es ging dann nur aufwärts, war das letzte Mal, dass ich durchgefallen bin, dass ich mir also eine 5 eingefangen habe bei der Musterung für die Bundeswehr. Und danach dann zum Glück nicht mehr. Was gefällt Ihnen am besten an der Stadt Aachen? Ja, die Stadt ist nicht zu groß, nicht zu klein, hat einen sehr schönen historischen Kern und ich finde, man kann hier gut leben. Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit? Ich fahre sehr gern Fahrrad, was hier in der Gegend sehr gut geht. Fährt man in den Norden, hat man flaches Land, fährt man in den Südosten in die Eifel, gibt es viele Berge, oder aber man fährt nach Holland, dort kann man auch Herausforderungen finden und es ist sehr schön. Ja, die Studierenden der Fakultät sind sehr engagiert, hart im Nehmen. Überhaupt alle Elektrotechniker, wenn man bedenkt, dass wir schon seit fast 30 Jahren am Eishockey Cup teilnehmen und, ich glaube, bisher erst einmal nicht Letzter geworden sind. Ja, Ihr Rat für die kommenden Erstsemester: Lassen Sie sich keine Angst einreden, entscheiden Sie selber. Das kann man überhaupt nicht überbetonen. Es ist also so, dass man gewisse Erfahrungen einfach selber machen muss, aber man sollte sie auch machen. Also wenn Ihnen jemand Angst einreden will vor einer Klausur oder so, machen Sie da Ihre eigene Erfahrung, gehen Sie hin, und wenn Sie einmal durchfallen, dann wissen Sie genau, wie es das die Anforderungen sind, und dann machen Sie weiter, denn Sie werden sehen, später brauchen Sie diese Dinge. Das heißt, da muss man einfach hart im Nehmen sein, aber dafür hat man dann später auch viel mehr Möglichkeiten. Das heißt also, die Elektrotechnik, wenn man denn mal mit dem Grundstudium fertig ist, bietet dann nachher sehr viele interessante Möglichkeiten.